Hallo Leute! Habt ihr schon die süßen Neuigkeiten von Fernanda Brandau, 40, gehört? Die TV-Ikone erwartet wieder Nachwuchs und wir können uns alle nicht mehr freuen. In einem Interview mit Gala hat sie bestätigt, mein Mann und ich haben uns so sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert. Ist das nicht aufregend? Und wisst ihr was? Auch die kleine Aurora ist ganz aus dem Häuschen. Sie freut sich schon riesig auf das Baby. Es scheint, als würde sie wirklich verstehen, dass da ein neuer Mensch unterwegs ist. Egal ob Junge oder Mädchen, für sie ist das alles ganz egal, Hauptsache ein neues Familienmitglied. Wisst ihr noch, Ende 2022, als Fernanda zum ersten Mal Mama wurde? Die Geburt lief damals anders als geplant. Die Erfahrung, die ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, war echt krass. Es war wirklich haarscharf, erinnert sie sich heute im Interview. Sie musste wegen einer Schwangerschaftsvergiftung ins Krankenhaus und konnte nicht wie geplant in der Wildnis entbinden. Aber hey, aus solchen Erfahrungen lernt man, oder? Deshalb soll das zweite Kind jetzt in Deutschland zur Welt kommen. Und wisst ihr was? Lange Zeit war nicht viel über Fernandas Privatleben bekannt, aber dann, im Jahr 2019, plötzlich die sensationelle Neuigkeit. Sie ist verliebt. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Sie zog schnell mit ihrem Liebsten Roman Weber zusammen, verlobte sich kurz darauf, und jetzt sind sie schon bald zu viert. Ich bin so gespannt auf die süßen Momente, die diese wundervolle Familie noch erleben wird. Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Skas.